Schnuckis, ich wollte einen Vlog machen. Mit Schlo. Jetzt jedes Mädchen kennt das. Es hat ein Bad Hair Day. Und dann hat man so für 10 Minuten schlechte Laune. Schlo hat seit 2 Stunden schlechte Laune und wir haben den Vlog abgesagt. Allerdings ist er so am Rumgrumpen, dass ich das für die Nachwelt einmal festhalten muss, dass ich in Zukunft ein bisschen Mitleid bekomme. Jetzt muss ich halt lachen, aber dabei ist das eigentlich gar nicht so witzig. Das ist nicht witzig. Yeah. Jetzt, was stört dich? Ja, alles. Was genau stört dich? Guck mal, also pass auf. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das stört, alles stört mich heute. Das stört mich. Da ist eine Kindereislaufbahn. Ich möchte das mal ganz kurz. Also nichts, was stört. Warum ist das da? Damit die Schlittschuh laufen können. Aber guck mal, darum geht es gar nicht. Gestern oder vorgestern, ist auch egal, sollte ich ein Paket von UPS bekommen. Das hat er allerdings irgendwo in einem anderen Stadtteil abgegeben, das Paket. Hör auf damit. Entschuldigung. Ja? Bei irgendeiner Firma. Und das bringt er nicht zu mir. Also bin ich heute zu der Firma hin und sage, jo, gib mal mein Paket. Und die so, ja, habe ich nicht. Und UPS so, ja doch, die haben das. Und die so, nee, ich habe das nicht. Und keiner ist dafür zuständig. War ich sauer, ne? Wir also jetzt nach Düsseldorf gefahren. Und du musst es gleich nehmen, mein Arm wird schwach. Ich weiß gar nicht, was hier als erstes doof war. Der Friseur. Ich will zum Friseur und die so, ja, nee, das ist nicht da, keine Ahnung. Ja, sehe ich also jetzt. Also ich hätte zu einem gehen können, aber genau dem, zu dem, nein, genau mit dem war ich schon mal an der Gamescom. Ja, und der eine oder andere, der das jetzt sieht, der das von der Gamescom mitbekommen hat, der. Das klingt jetzt so versnoppt, ne? Aber guck mal, der hat meine Haare so scheiße geschnitten, dass ich morgens 5 Stunden vorm Spiegel stand. Das ist keine Lüge. Ich will eigentlich morgens einfach aufstehen, dann gehe ich duschen und dann gehe ich raus. Fertig. Ich will nicht so 5 Stunden vorm Spiegel stehen, weil überall das. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und dann wollte er ein Waffeleisen kaufen. Jetzt kommt's. Jetzt kommt der Hammer. Wir gehen in den Saturn, um ein Waffeleisen zu kaufen. Wir haben das Waffeleisen gefunden. Wir machen heute Waffeln. Aber das ist auch noch nicht das Problem an der Geschichte. Ich laufe so an dem Kaffee vorbei und ich trinke wahnsinnig gerne Kaffee. Und ich finde einen, der super lecker aussieht. Gehe also zur Kasse, freue mich, so klein Schlo, voll stolz, endlich happy mit seinem Kaffee. Endlich ein Erfolgserlebnis. Und dieser Typ guckt mich an wie ein Auto an der Kasse und sagt gar nichts. Ich hätte auch nichts gesagt, ne? Der wollte, dass ich irgendwie nachfrage, was ist denn los? Ja, sagt er. Ohne Witz, das war so ein richtiger Moody. Der sagt, das hat kein zum Einscannen. Ich immer noch nichts gesagt. Ja, was kann ich jetzt dafür? Da steht 28,99 drauf. Ich bezahle 28,99. Das hat kein zum Einscannen. Ja, ist das jetzt mein Problem? Dann steht er da und guckt erstmal 5 Minuten in die Luft. Bis er auf die Idee gekommen ist, sein Telefon in die Hand zu nehmen, wo keiner ranging, also schrie quer durch den Laden, das hat keinen vom Einscannen. Ich sag, okay, lass das einfach da, ich kaufe woanders Kaffee, scheiß drauf, ja, ich kann auch noch mal durch den Laden gehen. Hallo Ivins. Das ist übrigens auch noch was. Wie so ein kleiner Kläffer. Kläfft er nach links Scheiß. Und nach rechts, egal bei dem gerade nicht passt. Wie sie guckt. nur weil ich den Hamudi mache. Also auf jeden Fall ertrage ich das jetzt schon seit 2 Stunden. Ich gucke jetzt, wir probieren heute meinen Düsseldorf einen Burgerladen aus. Ich der gucke, wird dass hoffentlich ich richtig geil. Einen Friseur für kleinen Schlau finde und Stream frei. Und dann machen wir Waffeln. Geht drunter und rüber. Waffeln, und da freue ich mich richtig drauf. Mensch, und guck mal, auf den Burgerladen. Also, Vlog. Und jetzt habt ihr das. Ich hoffe, bitte schreibt rein, was wenn ihr Mitleid die alles mit mir alles so, habt. Wenn man mit einer Kamera durch. Als wären wir behindert. Hi. Hallo. So, wir gehen jetzt was zu trinken. Vielleicht bin ich nicht behindert. Krieg ein Küsschen? Ja. Und Cut. So, wir sind wieder zu Hause. Schlo packt gerade was aus. Ich habe jemanden, der ist unglaublich hungrig. Was bist du? Unglaublich hungrig? Willst du mal unseren Mülleimer zeigen? Weißt du, wer zuerst jetzt gleich was zu essen macht? Wir uns Waffeln. Wie sieht denn das aus? Übrigens ist es nicht so, dass ich Kiros Platz nicht regelmäßig und ordentlich sauber mache, sondern das kleine Mistschweinchen frisst wie ein kleines Mistschweinchen. Willst du trotzdem mal unseren Mülleimer zeigen? Achso, ja. Hier. Wir sollten eventuell mal wieder Müll rausbringen.
Hast du Hunger? Sag mal hallo Kamera, ich hab Hunger. Guck mal, ich kann das nicht filmen und gleichzeitig die Katze füttern. Ja, ich filme, wie du eine Katze fütterst. Guck mal, wie gierig er ist. Bester Vlog. Ist es. Ja. Weißt du das? Ja, was denn? Jetzt ärgere ihn doch nicht. Oh, wie kann man so gierig sein? Du musst nicht, pass auf. Die denken alle, Kiro ist ein bisschen doof. Die denken alle, Kiro ist ein bisschen dick. Und jetzt kennen die den Grund dafür. So. Oh, du Spatz, das war schon alles. Und jetzt gibt's erst ganz spät Abendessen. Ganz spät Abendessen. So, wir machen jetzt Waffeln. Ich wasche jetzt erstmal Hände. So. Wir brauchen 250 Gramm Butter. Was ist das denn? Also, wir machen jetzt Waffeln, ihr Schnuckis. Und ich Warum schneidest du immer meinen Kopf weg? Ich habe doch gerade hier die Waffeln. Ja, und das selbst wenn du es hochmachst, meinen Kopf weg. Weil du so gut. Glücklich. Zieh dir halt mal hohe Schuhe an zu Hause. Ja, genau. Was ist Wollen wir das so machen, sind wir beide raus. Das ist Butter. Das ist 40 Gramm Butter. Winzige Mini-Butter. Ich weiß gar nicht, ich hab irgendwo... Hast du das Rezept komplett auf 40 Gramm runtergerechnet? Nein, oder? Ich habe doch hier noch mehr Butter. So, glücklich? Nee, aber generell nicht heute. Aber egal. Cut. Und das kommt wirklich nicht da rein. Du bist so ein kleiner Spatz. Also, mein Schatz, wir brauchen... Moment, ich lese es einmal vor. Eier, Zucker und Vanillezucker. Drei Eier da rein. Like a pro again. Ja, mit Eiern kannst du umgehen, ne? Schade, dass ich damit umgehen können muss. Jetzt habe ich wohl deinen Arm drauf. Geil. Ich habe den Eiersaft. So, wir mischen mal. In 5 Minuten geht's weiter. In 5 Minuten geht's weiter? Ja. Wir haben keine Zeitangabe für die, dass ja, du ich schneide können. Einfach. So. Aber das filmt ja immer noch. Ja, und ist doch egal, ich schneide einfach. Wenn was Witziges passiert, schneide ich es rein. Ja, wie viel? 250 Gramm. Glaubst du, bist du doof zum Zuhören oder was? Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Da hast du Mehl. Was hast du jetzt? Weil es dir nicht aufgefallen ist, du hast da was. Ey, wie gern würde ich so ein Ei nehmen und dir das im Nacken zerschlagen. Aber weißt du, was wir dann für einen Streit hätten? So. Habe fertig. Das war nicht so klug. Aber da oben der Hinweis. Wie kann man denn so ein Rührgerät halten? Das Ding hat einen Griff. Was glaubst du, zu was dieser Griff da ist? Erklär's mir. So, in diesem Vlog stehe ich beim Waffeln machen die ganze Zeit irgendwie als der Doofe da, kann man sagen. Ja, ich kann keine Waffeln und ich bin nicht so gut in der Küche. Das ist auch in Ordnung. Aber Tinka hat gerade versucht... Sahne zu machen. Sie hat gerade versucht, Sahne zu machen. Ja, ich möchte einfach nur mal die Küche zeigen. Ja? Ich möchte einfach nur einmal die Küche zeigen, wie es aussieht, wenn jemand versucht, Sahne zu machen. Das hier vorne ist übrigens, das war mal eine Tapete. Ja? Also, als wäre das nicht genug. Ja? Die Sahne zieht sich natürlich hier den kompletten Kühlschrank hoch. Auf der anderen Seite ist noch Sahne. Als wäre das nicht genug, ne, gehen wir doch einfach mal ins Wohnzimmer und gucken wir einfach mal, wo die Sahne so... Ja? Ich weiß nicht, wie man so ein Arsch sein kann. Hast du da auch noch ein bisschen Sahne, oder? So. Das war zwar irgendwie nicht der erfolgreichste Vlog und auch nicht der erfolgreichste Tag. Aber die Küche ist sauber, die Waffeln stehen hier. Wir haben jetzt eine halbe Stunde alleine die Küche geputzt. Der ist kaputt. Der Mixer ist kaputt. Jetzt, ja, auf jeden Fall. Der war auch davor schon kaputt, sonst wären wir das Küchen da nicht reingekommen. Wir haben Waffeln. Und wir gucken jetzt The End of the Fucking World. Und wir haben... Noch ein bisschen Restsahne. Noch so ein kleines bisschen Sahne. Das war's nicht im Wohnzimmer hin. Ja.
kommen. Lass die Zuschauer entscheiden, ob der Vlog Mist ist oder nicht. Ich finde ihn witzig. Mehr davon? Schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, gebt einen Daumen nach oben. Ich bin nicht immer so grumpy. Das stimmt. Aber oft. Das manchmal. Das stimmt nicht. So, wir essen Waffeln, Freunde. Giro auch, warte. Tschüss.